Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Video über Democracy 4. Das hier ist ein Zusammenschnitt von dem ersten Stream, wo ich Democracy 4 angespielt habe. Das ist brandneu, ist im Sommer 2020 rausgekommen. Es liegt in der Alpha-Version vor und ich habe es mir zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne angeguckt. Mit Romy spiele ich öfters mal Politiksimulationen. Wir haben zusammen angefangen auf Twitch zu streamen und zwar immer dienstags. Dienstagspolitik nennen wir das. Da haben wir schon einen Playthrough von Democracy 3 gemacht. Und jetzt fangen wir an, Democracy 4 zu spielen. Hier gibt es einen Zusammenschnitt von allen Sachen, die im Stream so passiert sind, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was in Democracy 4 so alles auf einen wartet. Und in ein paar Tagen gibt es dann eine Videoserie mit den kompletten Videos des Streams und jeden Dienstag streamen wir und ein, zwei Tage später kommen dann neue Videos von diesen aktuellen Streams hier in eine YouTube-Playlist auf meinem Channel. Wenn euch das gefällt, was ich mache, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Like da lasst, vielleicht was kommentiert, bla bla bla, das übliche Krams. Und jetzt erstmal viel Spaß bei unseren ersten Eindrücken von Democracy 4 Alpha. Hallo, hallo. Hallo, ja, und herzlich willkommen zu Democracy 4, also der brandneuen Version von 2020 des Spiels. Und Romy, du bist auch wieder da. Das ist total schön. Ja, total schön, wieder dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich sehr auf die Alpha-Version heute. Ab Herbst ist es angekündigt, dass es in eine Open Beta, also für alle zum Freitest spielen und so weiter, auf Steam und den anderen einschlägigen Gaming-Plattformen verfügbar sein wird. Wenn man wirklich will, dann kann man auf deren Homepage gehen. Dann spielen wir mal. Also, es hat sich was geändert, ganz offensichtlich. Wir sind weg vom Zwei-Parteien-System. Man kann drei Partys, also drei Parteien anklicken. Wie wollen wir uns nennen, Romy? Gibt es Auswahl eigentlich? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, es gibt eine Menge Auswahl. Möchtest du uns einen Eigennamen verpassen oder möchtest du etwas auswählen? Nee, ich möchte uns einen eigenen verpassen. Bei den anderen wählen wir aus. Okay. Puh, das ist schon die erste Herausforderung heute. Gibt es da einen Chat-Vorschläge? Wenn ich nicht weiter weiß, frage ich auch. Das finde ich eigentlich schön. The Romians. Oh. ich finde, wir sollten noch irgendwo einen. Bist du dir sicher, dass wir das so tun sollten? Ja. Na gut. Ich habe sowieso keinen besseren Vorschlag, also bitte. Okay, und dann wähle ich jetzt hier einfach mal wild. Ich mache die Augen zu und scrolle hier durch. The Natural Law Party, also das natürliche, das naturgegebene Gesetz. Naturrecht. Ja. Und The United Republicans, also die Vereinigten Republiken. Das weiß ich schon. Hier, wir haben nicht mehr in der Mitte unsere verschiedenen Gruppen, sondern die befinden sich jetzt hier links am Rand. Das finde ich ganz spannend. Okay. Hier sind unsere verschiedenen Gesetze und Politiken. Hier sind blaue Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ich brauche einen größeren Bildschirm. Hier sind rote Dinge, die uns gerade vor ein Problem stellen. Also wir haben jetzt hier mal 6 Herausforderungen. Also, was ich jetzt gerade schon gesehen habe, wir waren jetzt gerade hier bei der Einkommensteuer. Und was ich gesehen habe ist, dass man für kleine Erhöhungen oder Erniedrigungen weniger politischen Einfluss braucht als für große. Hier ist so eine Faust darüber, 9, und wenn ich einen höher gehe, dann wird es 18, und wenn ich hier in den roten Bereich reinkomme, dann, also über 25% Erhöhung, dann brauche ich 36 politischen Einfluss. Wenn ich runtergehe, brauche ich auch für eine stärkere Absenkung mehr politischen Einfluss. Das finde ich ganz spannend, dass das davon abhängig gemacht wurde. Und ich finde es auch schöner, dass es direkt da angezeigt wird, wie teuer das dann ist. Was auch neu ist, was mir jetzt eben auch so aufgefallen ist, wir haben unsere verschiedenen Minister auch direkt
hier in den verschiedenen Bereichen sitzen. Also hier ist Recht und Ordnung. Da haben wir dann eine Ministerin und da würde ich jetzt einfach mal drauf gucken. Religiöse und Konservative ist ihre Gruppe und ihre Loyalty ist relativ hoch. Das heißt, sie gibt uns ganz gut was an Kapital. 2,1 ist jetzt nicht so schlecht. Hier bei ihr, das ist Transport, also Transport, Kirsten Alexander. Die Loyalty ist ein bisschen runter und da ist auch das politische Kapital, was wir von ihr kriegen, runter. Und das erkennt man auch, weil der Hintergrund gelb ist. Das heißt also, wo es gelb ist, ist die Loyalität nicht so doll. Beim Grünen hier ist es mehr, da ist die Loyalität hoch. Und wir kriegen jetzt nicht mehr so viel politischen Einfluss anscheinend von den Ministern, so wie es aussieht. 1,2, weil wir in Democracy 3 haben wir irgendwie 4,5 oder also 5 war das Maximum, glaube ich. Naja, also Welfare, also Wohlfahrt. Die Sektoren haben sich nicht geändert, aber ich finde es nett, dass es jetzt irgendwie so angeordnet ist. Du bist jetzt, guckst du gleich die Probleme an oder wollen wir oben die Funktionsleisten irgendwie nochmal durchgehen oder machen wir das on the fly? Wir können mal von links oben hier einmal durchgehen. Also wir haben unser Einkommen. Ja, wieder so schön aufgeschlüsselt. Hier ist wieder unser Tutorial-Man. Einkommensteuer und Lohnsteuer. Ich glaube, in Democracy 3 hatten wir keine Lohnsteuer in dem Sinne, sondern tatsächlich nur eine Einkommensteuer. Aber ich kann mich auch irren. Vergleichen wir es nicht immer damit, gucken wir uns das an, was wir hier haben. Aber ich finde es grafischer, also es ist grafisch schöner dargestellt mit diesen verschiedenen und dass der Kuchen so ein bisschen explodiert, ist auf jeden Fall, die Liste hat einen erschlagen beim anderen, finde ich. Mhm. Okay, hier ist es immer noch viel, aber ist tatsächlich ein bisschen übersichtlicher. Also das mit den grauen Sachen dahinter. Weil das war bei dem anderen nicht. Also das finde ich ganz gut. Und ja, also hier ist die Weltwirtschaft. Sie ist gerade ein klein wenig am Absinken. Aber noch haben wir hier nichts gemacht. So, hier das nächste. Ich kann hier dran rumklicken. Oh, das ist schön. Ich kann die Größe einstellen, je nachdem, wie viel Geld wir dafür ausgeben. Das ist spannend. Weighted, also gewichtet, wie wichtig das ist. Weiß ich nicht, woran das gewichtet wird, aber das finde ich schön. Wert, wahrscheinlich Wert, wie sehr es einen Einfluss auf bestimmte Wählergruppen hat, oder? Nee, das kann nicht sein. Dann wäre die Einkommen Wert. Einfluss. Oh. Das Bruttoinlandsprodukt ist krass. Popularität. Oh, das ist auch spannend. Man kann sich dann angucken, was positiv, was negativ ist, was Popularität angeht. Ja, hier der Sektor mit den Steuern ist kein einziges Grünes dabei. Aber das finde ich spannend. Also gerade das hier, wie viel Geld wir ausgeben, weiß ich, das... Es beeinflusst ja auch immer so ein bisschen die politischen Debatten, je nachdem, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Also Und da ist es ganz gut, gucken wir gerade aus der Perspektive der Finanzierung oder gucken wir aus der Perspektive der Popularität oder wie auch immer, um dann wirklich eine hoffentlich gute Entscheidung treffen zu können. Es bringt auch nichts, wenn man irgendwas macht und man es den Menschen nicht verkaufen kann. Und insofern ist das, glaube ich, ein schönes Feature im Vergleich zur Democracy 3. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir werden oft diesen Knopf hier andrücken und dann mal zwischen der Beliebtheit und den Finanzen. Ich lasse es jetzt erstmal auf Weighted, so wie es am Anfang war. Hier haben wir nochmal Voting Intentions. Wir haben im Moment 54,7% Zustimmung. Mhm. Oh, das ist auch neu, dass wir hier verfügbares Einkommen haben.
dass wir hier von arm bis sehr reich, dass wir da mal so einen Grafen haben. Und das wird sich anscheinend... Ist das hier? Oh, wir können uns Sachen angucken. Ja, und sogar mit den jeweils dazugehörigen Menschen. Oh Gott. Wir fangen nie an zu spielen. Wir gucken uns das jetzt drei Stunden an. Naja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil bei all den Features, die das hier gibt, habe ich keinen Eindruck, wir brauchen einen verdammt guten Plan, wenn wir hier nicht durchdrehen wollen bei dem Spiel. Ja, Änderungen gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich, da werden wir jetzt auch drüber sprechen müssen, der Kompass. Der politische Kompass. Und da haben wir, also hier haben wir auch unsere Fokusgruppen, aber was spannend ist, ist, im Hintergrund sieht man Politiker. Donald Trump, Ronald Reagan, Wladimir Putin, Margaret Thatcher, George W. Bush, Barack Obama, Robert Mugabe, das war irgendein Diktator, oder? Nee. Diktator in Afrika, in einem afrikanischen Staat, den ich jetzt allerdings nicht weiß. Das können wir doch... Wo habe ich denn... Ich hab mein Tyrannenquartett gerade nicht griffbereit. wir erforschen es. Ah, Electioneering. Das ist auch eine Sache, die war in Democracy 3 drin. Die musste ich aber ausmachen. Weil es gibt einen bekannten Bug in Democracy 3, dass dadurch ab einem bestimmten Punkt im Spiel plötzlich die Umfragewerte auf Null sacken. Null. Und man hat keine Chance, sich davon zu erholen. Weil es irgendwo einen Kommafehler gab und es war dann eine Beton-Null. Also es war dann immer Null Umfragewert. Manifesto. Wir können also Wahlversprechen abgeben. Oh, cool. Also Versprechen, die wir nächste Runde machen wollen. Okay. Wir können Wahlversprechen tatsächlich, wir haben keine Versprechen, an die wir uns... Und anscheinend werden dann, wenn man sich an Sachen nicht hält, werden Sachen bestraft. Das ist spannend. Wie im echten Leben. Ja. Und reden... Okay, auch nur drei Runden vor der Wahl kann man auch mal eine Rede halten. Der Satz ist so schön. Concentrate on running the country until then. Ich finde den Satz so schön. Concentrate on running the country until then. Ja. Ja, ne? Schöne Erinnerung. Ein Dreivierteljahr vorher ist Feierabend, weil dann geht's an die Wahl. So wie es aussieht. So, Fundraising, also Geld einsammeln. The Romians. Ja, die Natural Law Party sind. Sie haben aber. Wir haben alle keine Spender, so wie das. Oder? Members? Achso. Okay. Die haben auf jeden Fall mehr Mitglieder. Ja, die haben mehr Mitglieder und das wird sich halt jetzt auch mit der Zeit erst entwickeln. Das wird sehr wahrscheinlich pro Runde. Wird sich das entwickeln. Und hier unten haben wir... Wer gibt uns Geld? Ja, also die Parteispender. Generosity, also Großzügigkeit und Glücklichkeit, Happiness. Zufriedenheit, danke. Das wird sich wahrscheinlich auch ändern, je nachdem, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Das heißt, hier müssen wir auch drauf gucken. Und Wahrnehmung. Okay, wir haben hier Möglichkeiten. Das heißt, also wir können vertrauenswürdig sein, wenn man seine Versprechen, also vertrauenswürdig haben wir hier plus 8. Ein starker Führer. Eine starke Führungspersönlichkeit. Danke. Oder Begeisterung? Mitfühlend hätte ich jetzt gesagt. Begeisterungsfähigkeit und mitfühlend. Ja. Herzlichkeit. Ja, wie stark großzügig. Ist die Insel dabei? Ja, großzügig passt auch nicht. Großzügig. Und anscheinend kann man dann hier in dieser Richtung
Mediastunt machen. Spannend. Jetzt wäre es total gut, nochmal zu wissen, warum uns die Wählerinnen und Wähler denn überhaupt gewählt haben. Also was so und wer noch, wer unsere Wählergruppe ist, um diese ersten Probleme so ein bisschen angehen zu können. Hier haben wir unsere Zustimmungswerte. Die Armen haben uns gewählt. Zu einem sehr, sehr hohen Anteil. Ich weiß jetzt nicht, wo man das hier, also hier wird dann direkt kein Wert angezeigt, wie hoch, aber vor allem wurden wir von den Armen gewählt. Die zwei, die nächste ist das nicht, das ist jetzt nicht so einfach zu sehen. Ich glaube, ja, die Armen und Rentner haben uns gewählt. Dann Liberale und Umweltschützer sind ganz mit oben dabei, Sozialisten und die staatlichen Angestellten. Farmers eher so mittel und ja, also die Zustimmungswerte, kann man daraus ein Bild machen? Das frage ich mich auch gerade so ein bisschen, vor allem auch, woran wir uns orientieren wollen im Spiel. Wollen wir es eher so machen, dass wir versuchen, so gut wie möglich das aufzugreifen, was diese 3, 4, 5 obersten Gruppen so wollen? Oder wollen wir eher sagen, nee, wir versuchen, so viele Leute wie möglich wieder oder zu uns zu holen, zu überzeugen, damit wir so eine Idee haben, welche politischen Entscheidungen wir angehen? Wir könnten erstmal gucken, dass wir den Haushalt saniert kriegen. Mhm. Weil wenn wir Geld, wenn wir dann kein Defizit mehr haben und der Schuldenberg geringer wird, dann haben wir auch plötzlich wieder Geld in der Hand, um Maßnahmen zu treffen. Genau. Weil jetzt müssten wir halt im Endeffekt nur entscheiden, ob wir dieses Geld versuchen zu verdienen, indem wir beispielsweise so Sachen machen wie Einkommensteuer erhöhen. Das ist ja so eins der klassischen Mittel, wie verdient Staat Geld über diesen Weg. Oder ob wir sagen, das Geld, was wir ausgeben, investieren wir so, dass wir im Nachgang in 10 Runden oder sowas wieder Geld haben, wie wir das beim letzten Mal hatten mit Wirtschaftsförderung und so beispielsweise. Ja. Ich habe jetzt, meine erste Assoziation wäre jetzt gewesen, es gibt noch einen dritten Weg, nämlich wir könnten uns angucken, wie können wir aus unseren Problemen Geld machen. Und da würde ich einfach sagen, wie ist denn unsere Gesetzgebung zum Alkohol und wollen wir nicht da einfach die Steuern für Alkohol hochziehen? Wäre jetzt erstmal, weil wir haben da ein Problem und das war unsere Argumentation letztens bei der Freigabe von Freizeitdrogen, richtig? Und sie freigegeben, um damit Geld zu finden. Ja, das stimmt. Ich sehe das hier auch in unserer... Probieren wir das doch beim Alkohol auch. Ja, wir gucken einfach mal in die Alkohol. Wir haben nach... Ja, wir mussten uns ja erstmal das Spiel angucken. Wir sind jetzt anderthalb Stunden dabei und haben unsere erste Runde geschafft. Aber so ist das nun mal. Dinge wollen wohl überlegt sein. Next turn. Und auch hier wieder. Wir sind nur zu zweit plus je nachdem... die Menschen, die im Chat sind. Und wir sind nur wir. Ja. Und nicht so eine Riesendebatte in 16 Bundesländern. Oh ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Unser Defizit wird größer. Ich würde jetzt bevor kurz einmal unsere Probleme ganz schnell einmal durchklicken. Da sind wir ein klein wenig nach unten gegangen, tatsächlich. Schön. Fettleibigkeit. Bekommt einen Knick, das finde ich sehr gut. Und einige von den Sachen, die wir gemacht haben, Junkfood Tax, wird 10 Quartale brauchen, bis sie erst ihren großen Effekt macht. Das ist schön. Dann die Geschichte mit den überfüllten Krankenhäusern, nix. Asthma-Epidemie, nix. Organisiertes Verbrechen. Kleines Stück nach unten, würde ich sagen. Banden, also Straßenbanden, nicht wirklich. Ghettobildung, folgen wir dem Trend, dass es nach unten geht. Alkoholmissbrauch, nicht wirklich was passiert.
Witness Protection Program, also das Zeugenschutzprogramm, hatten wir letztes Mal auch und ich weiß noch, es wirkte auch direkt auf die organisierte Kriminalität. Ja. Ist auch sehr günstig von der Einführung, wir brauchen nur 2 politisches Kapital und ist auch wirklich nicht teuer. Ja. Dann führen wir es ein. Ja, Organized Crime und Violent Crime geht direkt runter. Und ich hätte jetzt gesagt... Das kannst du von mir so voll, ja? Voll hochziehen. Ja. Ja, okay, minus 9,19 ist das hier definitiv wert. Organisiertes Verbrechen. Aber Latenz von 12. Aber Gewaltverbrechen gehen sofort um minus 9,19 runter. Ja, das ist doch super. Das mit super. Der organisierten Kriminalität dauert, ja, aber wir werden es schon merken. Ja, also wir haben noch die nette Polizei. Horst, die erinnert uns immer wieder dran. Community Policing. Die haben wir schon relativ hoch. Die würde halt gegen die Straßenbanden und den Alkoholmissbrauch tatsächlich auch noch eine Auswirkung haben, wenn wir die noch hochsetzen. Ja, und komm, dann lass uns die hochsetzen. Der hat auch so viele positive Auswirkungen. Ja, also wir sind bei 580 Millionen. Maximum wäre 770. Es wären 200. Bitte? Wie viel Prozent geht die Arbeitslosigkeit runter? 0,55%. Und vor allem, Alkoholmissbrauch sinkt einfach mal um 8%. Und Straßenbanden, da haben wir auch 2% ist nicht so doll. Aber das ist viel, Alkoholmissbrauch so viel runterzusetzen. Das ist zum Beispiel so eine Investition, die sich tatsächlich, also beziehungsweise eine Ausgabe, die tatsächlich eher wie eine Investition wirkt, wenn ich mir anschaue, welche anderen Bereiche es positiv beeinflusst. Ja. Dann wenden wir das mal an. Oh, das kostet uns kein politisches Kapital. Spannend. Sehr gut. Congestion Charge, also Verstopfungsgebühren. Ach, ne, so eine City-Maut. Also jeder, der in eine Stadt reinfährt, muss Geld bezahlen. Ah. Das hat England doch. Auf jeden Fall England. Aber das ist eine Einnahmequelle und tut gleichzeitig das, was ich eben sagte, lass uns irgendwie den Verkehr regeln. Also das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und das Einkommenspotenzial ist jetzt nicht riesig. Genau, und vielleicht hilft es ja auch was gegen unsere Asthma-Problematik. Ja, bestimmt. Dann würde ich das mal reinhauen. Wir haben eine Einnahmequelle gefunden. Yeah. So, also die Autofahrer finden es nicht gut, das Einkommen der Autofahrer sackt ab, Car-Usage geht runter und Traffic, Verkehrsverstopfung nimmt ab. Ich würde da ja tatsächlich relativ hoch reingehen, vielleicht nicht. Ich würde sogar ganz hoch reingehen. Das ist sowieso bei 0% Popularität. Also egal, wo wir ransetzen, es ist 0%. Und damit sich das lohnt, soll wenigstens das Geld dann fließen. Und die AutofahrerInnen, die müssen wir uns sowieso nochmal angucken, wenn es um die Umweltgeschichten geht. Ja, also zack rein und dann haben wir nur noch einen. Das heißt, damit können wir nichts mehr wollen, genau. Nächste Runde. Click to return to government. Kein Dilemma. Unsere Gesundheit steigt. Also ein wichtiger Handelspartner hat ihre politische Beziehung zu uns verbessert. Das heißt, internationaler Handel plus 11. Die Kapitalisten finden es großartig. Und Business Confidence plus 8. Das ist immer gut. Die Wirtschaft muss Vertrauen haben, ja, damit sie investieren. Sehr schön. Dr. Strike. Unsere Krankenhäuser, die sind doch überlastet. Ja. Dann lass uns vielleicht die Krankenhausgeschichte nochmal angucken. Ja.
Oder nochmal überhaupt wahrscheinlich. Ja, überhaupt, genau. Continue. Also es steht bevor. Wir gehen mal kurz unsere Krisen durch, um den Trend zu sehen. Also die nicht. Ihr wisst schon. Einer meiner Nachbarn wäscht gerade Wäsche und das ganze Haus wackelt. So, hier hat sich kaum was getan. Unsere. Okay, Asthma-Epidemie geht runter. Fettleibigkeit. Oh ja. Schön. Das geht runter, das ist sehr schön. Das mit den Krankenhäusern hat sich wenig dran verändert. Alkoholmissbrauch geht weiter steil nach unten und wird auch noch. Der Effekt wird auch noch größer hier werden. Das ist gut. Organisierte Kriminalität, nichts passiert. Dann müssen wir in die Kriminalität geht runter, bitte? Bei der organisierten Kriminalität werden wir nicht an den Geheimdiensten vorbeikommen. Wahrscheinlich nicht. Ja, aber wie auch sonst, wenn man davon ausgeht, dass organisierte Kriminalität international ist. Ja. Das wird wahrscheinlich einfach schwierig mit Polizei. Ja. Ghettoisierung geht auch langsam nach unten. Sehr schön. Das ist ja eine Frage der Gleichberechtigungsgeschichten. Ich glaube, dann hat sich das auch erledigt. Liebe Leute, es war ganz wundervoll, dass ihr da wart. Danke fürs Kommen, danke fürs Gucken. Es gibt auf jeden Fall unsere Democracy 3 Reihe auf YouTube zum Nachgucken und so ein paar Sachen sind auch noch auf Twitch. Das war's von mir. Nächste Woche Dienstag gibt es wieder Dienstagspolitik mit Romy. Morgen spiele ich Stellaris. Donnerstag vielleicht auch was, weiß ich noch nicht. Und das letzte Wort hat Romy. Vielen Dank. Kommt gut durch die Nacht. Kommt vor allem gut klar mit der Hitze. Bei mir sind 29 Grad. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen kälter. Ich freue mich auf nächste Woche. Sag gut. Tschüss. Tschüss.